So, hallo zusammen. Ja, wir hatten wieder ein bisschen Probleme mit dem Anfang hier. Wir lernen das aber noch. Also, wenn wir fertig sind nach 10 Lektionen, dann später da sind wir Profis. Dann können wir das. Ja. Also, entschuldigt, dass ihr ein bisschen warten musstet. Wir haben in den letzten beiden Sendungen haben wir darüber gesprochen, was Kabbala überhaupt ist. Wir haben darüber gesprochen, wie die Grundkonzepte sind, wie die Begriffe, wir haben einige Begriffe geklärt. Und heute wollen wir erstmal klären, wie können wir denn überhaupt das alles wahrnehmen, die Wirklichkeit. Was ist denn unsere Wirklichkeit, die wir hier auf der Welt wahrnehmen? Ist das die gesamte Wirklichkeit? Ist das alles, was es gibt? Oder ist es nicht so, dass, wie vielleicht auch schon die Wissenschaftler sagen, dass wir vielleicht nur 10% dessen der Natur überhaupt erfassen können mit unseren 5 Sinnen? Also das ist ja die Frage. Ja, können wir alles sehen? Was ist mit dunkler Materie, dunkler Energie oder was die 90% unserer Welt ausmachen sollen? Das alles werden wir heute mal besprechen und wir werden sagen, wie sehen die Kabbalisten das? Und wir werden auch sagen, wie ist denn auch unser freier Wille, das wahrzunehmen? Also das ist auch ein Konzept der Kabbala. Wie kann das denn sein, wenn der Schöpfer alles bestimmt und unser Leben von vornherein schon bestimmt ist, wo bleibt denn unser freier Wille dabei? Fangen wir an mit der Wahrnehmung. Tja, was sehen wir? Ja, das ist die Frage, was wir wirklich sehen. Was ist das Wesen der Wirklichkeit? Wie nehmen wir das wahr? Womit nehmen wir das wahr? Und wie ist unser Blick auf die Welt? Oder welche Organe haben wir, welche Instrumenten haben wir, um diese wahre Wahrnehmung der Wirklichkeit wahrzunehmen. Und da wir werden lernen, was haben wir überhaupt jetzt, was ist vorhanden, womit wir die Wahrnehmung der Wirklichkeit wahrnehmen, was brauchen wir zusätzlich, um diese zu erforschen. Und das ist der Inhalt, das ist die Wahrnehmung. Vielleicht kannst du mit diesen 5 Sinnen, wie läuft das mit diesen 5 Sinnen? In unserer Welt sind wir einfach zufrieden damit. Wir sehen alles, wir können hören, wir können fühlen, wir können schmecken und sagen, das ist die Wirklichkeit. Das ist das, was wir erfassen. Und uns fehlt nichts. Ja? Uns fehlt eigentlich kein zusätzlicher Sinn, irgendetwas mehr zu erfassen. Selbst wenn man uns sagt, da gibt es noch viel, viel mehr, dann sagen wir auch, wir haben zum Beispiel 5 Finger. Also was würde uns der 6. Finger bringen? Also wir brauchen ihn nicht für diese Welt. Also was brauchen wir einen 6. Sinn, um irgendwelche spirituelle Welten zu erfassen und solche Dinge? Ja, das bedeutet so, wie, wenn ich dich gut verstanden habe, mit diesen 5 Sinnen, die wir jetzt, so wie wir die jetzt nutzen, es ist überhaupt nicht möglich, uns vorzustellen, überhaupt, was die Spiritualität wäre. Genau. Ist das so? Ja? Ja, also zum Beispiel, wir können mal wieder zitieren, von Bala Sulam, Rav Yehuda Aschlag. Der schreibt dazu im Vorwort zum Buch Sohar: Unsere 5 Sinne und unsere Vorstellung bieten uns nicht mehr als die Enthüllung der Handlung der Essenz, doch nicht die Essenz selbst. Der Sehsinn offenbart uns beispielsweise nur Schatten der sichtbaren Essenz, entsprechend der dem Licht gegenüberliegenden Form. Das können wir uns leicht vorstellen. Also wenn wir keinen Widerstand für das Licht haben, dann können wir auch das Licht selbst nicht sehen. Das Licht selbst ist nicht sichtbar. Wir können nur sehen, wo das Licht gebrochen wird. Also an einem schwarzen Buchstaben, auf einem weißen Blatt Papier. Da sehen wir den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß. Da können wir das Licht dann sehen. Das bedeutet, Licht trifft auf Widerstand. Und das gibt uns eine Information, eine zusätzliche Information, die wir dann verarbeiten. Wenn wir uns vorstellen, wir müssen einfach sehen, wie wir jetzt die Wahrnehmung, Realität sehen, wie wir die jetzt einfach wahrnehmen. Wir sagen, die Kabbalisten sagen, die Menschen können jetzt 10% der Wirklichkeit jetzt wahrnehmen. Und wir können uns vorstellen, wir nehmen jetzt in dem Moment 10% wahr und versuchen, diese Basis zu nehmen und dann etwas für die Zukunft vorherzusagen, zu analysieren, irgendwelche Pläne zu machen. Dann sehen wir später, nee, das ist nicht so geworden, wie ich geplant habe. Das bedeutet, das reicht nicht aus. Wir müssen zusätzlich was entwickeln, um wirklich diese 100% die wahre Wahrnehmung zu erforschen und dann die so wirklich wahrzunehmen, wie es wirklich ist. Also um richtig zu handeln, ja, wäre es eben notwendig, dass wir
diesen sechsten Sinn entwickeln. Aber was ist denn überhaupt dieser sechste Sinn? Wie können wir uns den vorstellen? Wo holen wir den her? Ja, wo ist das überhaupt? Ja, genau. Also die Kabbalisten sagen uns, und das setzen wir jetzt mal voraus, der ist schon in uns vorhanden. Es ist, dieser sechste Sinn ist da, wir kennen ihn nur noch nicht. Wir wissen nicht, wo der genau ist, wir müssen ihn erstmal aufdecken. Er ist in uns verborgen. Und das Konzept ist das, was wir schon besprochen haben, wir müssen unseren Handlungen eine Absicht hinzufügen, eine bestimmte Absicht. Und zwar die Absicht zu geben. Das ist dann schon die Handlung, den sechsten Sinn zu empfinden, aus uns herauszuholen. Holen, den erwecken aus dem Schlaf, wie Dornröschen zum Beispiel. Schlaf, werden wir den erwecken und das gibt uns die Möglichkeit. Wir müssen den kultivieren, wir müssen den erbauen, verstärken. Und das gibt uns die Möglichkeit, die höhere Welt wahrzunehmen, zu enthüllen, zu erforschen. Das ist sechster Sinn. Das ist etwas, diese Absicht, wie du gesagt hast, jetzt geben zu wollen oder Spiritualität erreichen zu wollen. Aber wir müssen das nochmal vertiefen, glaube ich, was das wirklich praktisch wäre. Ja, also wir können jetzt viel darum reden und es ist immer gut, wenn wir Kabbalisten zuhören, dass wir wenigstens, wir müssen sie nicht verstehen direkt, aber einfach nur auf uns wirken lassen. Und Rav Yehuda Aschak schreibt in der Lehre der 10 Sephirot, man muss daher verstehen, dass alle Namen und Anrufungen, alle Welten, die höheren und die niederen, dass alles einfaches Licht ist, einmalig und einzig. Im Schöpfer ist alles ein und dasselbe. Das sich verbreitende Licht, der Gedanke, die Handlung, der Handelnde, alles, was sich das Herz ausdenken kann. Also dieses eine zu empfangen und zu empfinden, dazu gibt es also eine eigentlich einfache Methode, aber wir müssen uns dem annähern. Das heißt, das Studium der Kabbala besteht darin, uns an diese Wahrnehmung anzunähern. Ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, wieso sollen wir uns annähern? Was ist das, was wir überwinden müssen in uns? Und wir sagen, dass wir den Schöpfer entgegengesetzt sind. Ja, das könnte ja sein, dass wir in unseren Fantasien das schon vorwegnehmen könnten. Dass wir also uns vorstellen können, das ist ja auch oft passiert, dass man sich irgendwelche höheren Welten vorgestellt hat, irgendwie mit irgendwelchen Wesen, die dort ihr Unwesen oder ihr gutes Wesen was auftreiben. Eigentlich unmöglich ist. Ja, es ist, ist es unmöglich, ja, wir haben doch Fantasie, wir können Fantasie. Uns vorstellen, es gibt so schöne Kinderbücher mit Drachen und mit allem drum und dran, aber wenn wir mal richtig der Sache auf den Grund gehen, dann sehen wir eigentlich, dass es immer Dinge sind, die wir schon kennen. Genau. Also denken wir mal so an Alien-Film, so ekelhafte Wesen, die sehen ja eigentlich aus wie vergrößerte Insekten. So. Genau. Ja, also das heißt, wir kennen Insekten und dann überhöhen wir das Ganze, machen das nur größer. Dramatischer und irgendwie gefährlicher, Drache und so. Genau. Der ist wie eine Echse. Eine Echse oder so. Ja. Aber es ist immer etwas, was wir hier im Materiellen kennenlernen. Es ist nie etwas, was wir wirklich benennen können, aus einer anderen Welt, aus der spirituellen Welt. Ja. Und das heißt, um diese Eigenschaft zu erlangen, müssten wir erstmal die spirituellen Welten betreten. Wenn ich verstehe, jetzt etwas betreten, das bedeutet, es gibt wie so eine Art der Barriere oder eine Linie, die höhere Welt und diese materielle Welt irgendwie trennt. Wie nennt sich das? Was ist das? Ist das wirklich eine Barriere? Oder? Die Kabbalisten benennen es so. Die sagen Barriere oder es gibt einen Fachausdruck auch Machsom. Und wir sagen, wir müssen diese Grenze überschreiten. Erst dann können wir wirklich die gesamte Wirklichkeit erst sehen. Tja, jetzt brauchen wir natürlich erstmal einen Lehrer. Wir müssen irgendwie studieren. Wir wollen ja Kabbala studieren. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Wir brauchen den Lehrer, der uns dahin führt. Bis vor die Grenze. Und dann werden wir, wenn wir in uns erkennen, wo diese Grenze liegt, wie wir das denn machen, wie wir diese Absicht einsetzen können als Mittel, dann werden wir die überschreiten. Wir müssen diesen Punkt finden. Wir müssen die Forscher in uns diesen Punkt suchen. Wo ist diese Barriere? Wo ist dieser Punkt,
den wir überspringen möchten oder mussten, um die spirituelle Welt wahrzunehmen. Aber was passiert jetzt? Okay, du und ich, wir sind jetzt in der spirituellen Welt, hinter dem Maxon, hinter dieser Barriere. Was müssen wir jetzt machen? Ja, was ist die Arbeit jetzt hinter dem Maxon, hinter der Barriere? Das Schöne ist, dass wir erstmal etwas geschenkt bekommen haben. Also das ist immer schön, wunderschön. Ja. Also wir haben nämlich wirklich jetzt einen Teil der wahren Wirklichkeit. Ja, das haben wir schon mal bekommen. Und die Frage ist jetzt, brauchen wir eigentlich unseren Lehrer dann noch? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ja, ich würde sagen, man könnte sagen, okay, man braucht ihn nicht. Aber eigentlich in dem ersten Moment kann ich die Reise alleine fortsetzen. Aber da diese Reise unbekannt ist und für mich auch, wie du sagst, es gibt Schichten oder der Angleichung an den Schöpfer oder an diese Kraft. Ich brauche jemanden, der mir diese Bücher deutet, interpretiert, weil die Bücher sind von den Kabbalisten Baal HaSulam, Rabash und anderen Kabbalisten geschrieben worden. Wir brauchen jemanden, der uns auf diesem Weg begleitet, führt und diese Bücher interpretiert. Aber es gibt einen kleinen Vorteil. Und zwar der Vorteil liegt einfach darin, dass jetzt im Moment, wo wir noch vor der Barriere stehen, der Lehrer sich herabsenken muss. Er muss genau auf unser Niveau herab und muss uns das in unserer verständlichen Sprache klar machen. Und das ist dann nicht mehr der Fall. Das heißt, wir können in dieser wunderbaren Reise, die dann beginnt, uns gegenseitig austauschen. Genau. Der Lehrer versteht den Schüler, der Schüler versteht den Lehrer, ohne dass man eine bestimmte Sprache benutzen muss, also etwas herabsenken muss. Und hier haben wir wirklich eine Wahrnehmung der vollen Wirklichkeit. Genau. Aber auch dort natürlich Stufe für Stufe. Die Erlangung ist nicht plötzlich da, sondern sie ist... Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Und das Studium wird natürlich fortgesetzt, nur in einer ganz anderen Art und Weise. Das sagen wir nur deswegen, damit wir uns alle darauf freuen können, was genau da alles auf uns zukommt. Es ist nur Gutes. Wie wir ja auch gehört haben, der Schöpfer will nur Gutes uns geben, der will uns jetzt nicht erschrecken, ja, genau, diese Fantasievorstellung, wo es dann schreckliche Bestrafungen gibt oder nein, was weiß ich. Es ist eben nur das Gute, was uns ja, der sagt, dass der ist Gutes, der ist gut und Gutes tun. Der möchte nur, dass die Geschöpfe Genuss empfangen und dass sie erfüllt sind. Und das ist für ihn dann, das ist seine Erfüllung irgendwie. Das ist das, was er eigentlich in seiner Absicht, in seiner Kraft auch machen möchte. Das ist auch eigentlich Ziel der Schöpfung. Genau, aber da müssen wir uns natürlich irgendwie verbinden mit dem Schöpfer. Wie müssen wir das tun? Wie schaffen wir das? Wenn wir uns zum Beispiel mit der Außenwelt verbinden wollen, dann tun wir das meinetwegen über den Gehörsinn. Wir hören etwas, wir hören einen Klang von außen, der kommt auf unser Trommelfell, das wird in unserem Gehirn verarbeitet und wir können das nachvollziehen, was da auf uns eingewirkt hat. Wo ist denn aber unser spirituelles Trommelfell? Wie können wir denn hier diese Verbindung mit dem Schöpfer wirklich aufbauen? Und ja, wir haben das mehrfach schon betont, hier ist diese verbindende Element ist die Absicht. Das heißt, wir müssen erst einmal in uns finden, die Absicht zu empfangen. Wenn wir die gefunden haben, ja, dann können wir sie umdrehen und können dem Schöpfer ähnlich werden, indem wir sie umdrehen in die Absicht zu geben. Also genau, und das ist der Knackpunkt. Sein, ja? Der Knackpunkt ist einfach, die Absicht umzudrehen. Vom Empfangen zum Geben. Das bedeutet Angleichung an seine Form. Und wir müssen diesen Punkt in uns suchen. Aber die Frage ist, wo können wir überhaupt drehen? Was wäre jetzt praktisch, wenn wir sagen, was wäre der Punkt jetzt praktisch, wo ich drehen kann? Ist das jetzt, dass ich mich anfange jetzt mit dem Studium zu beschäftigen, mit der Spiritualität, mit Kabbalah oder gehe zu dem Treffen mit meinen Gleichgesinnten? Was ist diese praktische Handlung, die ich an diesem Punkt drehen kann, um meine Absicht zu ändern zum Beispiel? Ja. Was muss ich denn machen? Wir kommen gleich dahin, okay, wie es am einfachsten, wie man ja uns hilft dabei. Ja. Da kommen wir noch hin. Wir müssen aber vorher erstmal sagen, jeder hat seinen gänzlich subjektiven Weg. Okay. Ja, ja, also das ist erstmal ganz wichtig zu sagen. Also es gibt jetzt keine Gleichschaltung zwischen uns, wo wir sagen, du musst jetzt das und das und das so machen. Und natürlich können wir uns den Kabbalisten oder wir müssen uns den Kabbalisten anschließen, müssen sagen, hören, was sie uns sagen.
wie sie uns dahin leiten. Aber dann müssen wir ja sich in uns kehren, zum Innersten diesen Punkt finden. Den finden wir nur in uns, den finden wir nicht außerhalb von uns. Das ist entscheidend. Das bedeutet, jeder hat seinen Punkt, weil jeder ist so eine kleine Welt. Und da die Kabbala eine praktische Wissenschaft ist, Weisheit, jeder muss in sich selbst diesen Punkt erforschen, ihn finden und dann diese Absicht zu drehen. Genau. Bore, komme und sieh. Das bedeutet, ich muss praktisch das erkennen und erforschen in mir. Es ist für uns ganz wichtig zu erkennen, dass natürlich alles, was wir hier in der materiellen Welt sehen, auch eine spirituelle Wurzel hat. Wie zum Beispiel, wenn wir uns jetzt vorstellen, nur damit wir es uns vorstellen können, wenn jemand gutes Gehör hat, dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn jemand taub geboren ist, der überhaupt kein Gehör hat. Der hat natürlich eine ganz andere Arbeit und Wahrnehmung zu machen. Keiner kann ihm erklären, wie eine Nachtigall klingt oder wie irgendetwas anderes Musik klingt. Das kann er nicht erfahren und niemand kann es ihm erklären. Das heißt, insofern ist es wichtig, dass man in sich diese Mischung dieser Eigenschaften erkennt, der spirituellen Eigenschaften, die ganz individuell ist. Die hat jeder ganz verschieden. Und dass man dann weiß, aha, jetzt kann ich hier beginnen zu arbeiten und kann hier die Dinge so korrigieren, also wir hatten ja gesagt, von der Absicht zu empfangen, in die Absicht zu geben, aber in welchen Gebieten, das müssen wir eben selber herausfinden, in uns selber. Und das heißt also, jeder von uns hat seine individuelle Perspektive, auch in der Spiritualität. Ja, das bringt uns aber auch zu dem Begriff einer gewissen Freiheit, die Freiheit. Wir haben oder nicht haben. Ja, wenn ich denn sage, dass der Schöpfer gut und Gutes tun ist, dass er einen Plan hat, wo liegt überhaupt meine Freiheit? Habe ich die Freiheit und was ist meine Freiheit in dem Ganzen? Wir sagen, der ist allmächtig, der lenkt alles, der hat einen Plan, einen Schöpfungsplan, der schon erfüllt ist, quasi in dem Gedanken, wo er ausgesprochen wurde oder wo er gefasst wurde. Wo bleibt für das kleine Geschöpf, wo bleibt da die Freiheit überhaupt zu sehen? Und das war eigentlich immer ein Erklärungsproblem auch der Religion, wo sie gesagt haben, natürlich hat der Mensch eine Freiheit, der Mensch giert nach Freiheit. Das ist eins der höchsten Güter, die ein Mensch sich vorstellen kann, Freiheit. Und jetzt sagen wir, auch selbst wenn er gut ist und Gutes tut, ich kann das Konzept nicht so richtig annehmen, dass er über mein ganzes Leben herrscht oder dass die Natur über mein Leben herrscht. Ja, muss ich denn überhaupt die Freiheit haben, wenn alles so geplant ist und er ist gut und Gutes tun? Wieso muss ich denn die Freiheit haben? Ja, dann lasse ich es einfach so geschehen. Genau, und so. Alles ist gut und so. Aber die Frage ist, komme ich denn einfach so zu diesem Punkt, dass ich erkenne, dass er gut und Gutes tut? Wir sehen, was so draußen alles passiert, viele Sachen, die mir so irgendwie so dunkel erscheinen oder finster oder in der Welt. Ich kann das nicht so einfach ihn rechtfertigen. Mein gesamtes Leben, alles, was um mich herum passiert. Ich sehe mehr schlimme Dinge als gute Dinge. Wie kann ich denn, wo ist die Frage? Wie kann der Schöpfer das zulassen? Wie kann er wenn er gut und Gutes tun ist. Ja. Aha. Ich denke mal, die Lösung könnte vielleicht darin liegen, dass wir sagen, okay, es ist wieder eine individuelle Sache, wenn ich den Schöpfer nicht in mir aufbaue sozusagen, wenn ich ihn nicht in mir als gut und Gutes tut empfinden kann, dann ist er noch gar nicht vorhanden. Er ist überhaupt nicht da. Genau. Ich habe ja auch gar keine Vorstellung von ihm. Genau. Er ist vor mir verborgen. Ja. Aber wenn er doch verborgen ist, was soll ich denn dann machen? Aber ich glaube, es ist notwendig, dass er verborgen ist. Ja, ich denke auch. Ja. Ich denke, dass wenn der verborgen ist, dann, dass wir ihn aus unserem freien Wille enthüllen wollen. Ja, da wäre also jetzt ein freier Wille. Das ist das freie Wille. Das bedeutet, es gibt etwas. Es gibt etwas, wo ich frei zu entscheiden habe, wo einfach freier Wille existiert. Aber das ist was Spezielles. Das ist vielleicht nicht das, was man sich so draußen im materiellen Leben vorstellen kann als freier Wille. Was ist das? Wo ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte jetzt? Da wir ja im Materiellen beginnen müssen, müssen wir uns natürlich schon überlegen, wo da wirklich jetzt auch im Materiellen die Freiheit ist. Also da gibt es überhaupt? Ich denke mal, man sagt,
also wenn Sie jetzt hier sitzen und sich diesen Unterricht angucken, dann sagen Sie, ja gut, das habe ich aus freiem Willen gemacht. Ich sitze hier, weil ich ja. Machen. Andere würden vielleicht sagen, nee, da hat dich jemand hingeführt. Ja, der Schöpfer hat dich praktisch an diesen Ort geführt und du sollst das eben dir alles angucken. Versuchen wir das zu untersuchen. Also es gibt diese. Balasulam hat das untersucht. Vier Faktoren oder? Und hat vier Faktoren schon beschrieben und beschreibt folgendermaßen. Also zunächst mal der erste Faktor ist ein spiritueller Faktor. Wir haben ja gesagt, es ist auch die Spiritualität ist in uns vorhanden oder der Keim dazu, ja, der ist in uns vorhanden. Der ist aber sehr vielschichtig. Das ist, wie wir schon gesagt haben, bei jedem unterschiedlich. Aber es müsste doch eigentlich eins sein. Wir können es uns vielleicht so vorstellen, es ist eins, aber es hat viele, viele Schichten. Aber kann ich das jetzt sagen, so du sagst, es gibt etwas in uns, so ein spiritueller Gen. Also, genau, wenn ich mir vorstelle, es gibt von dem Körper, es gibt DNA, das sind die Gen, irgendwelche Codes, und es gibt auch spirituelle Gen, das ist sogenannte Reshimot, die schon in uns vorhanden sind. Richtig. Und die sind aber für uns auch noch verborgen sozusagen. Sie enthüllen sich nach und nach in unserem Leben durch unser Studium, unsere Beschäftigung damit. Dadurch wird es enthüllt. Das ist wie so viele Farbschichten, die auf einer Wand sind. Und ich fange an, die abzukratzen und finde hinter einer Farbschicht wieder eine neue und so weiter. Das wäre also die erste Bedingung. Die ist unveränderlich. Die ist mir mitgegeben worden. Da kann ich nichts mehr drehen. Ja. Punkt. Weiter, was und kann man überhaupt machen? Im Materiellen natürlich, im Biologischen haben wir materielle Gene, also diese DNA, die wir beschrieben haben, die meine Eigenschaften eigentlich beschreiben im Materiellen. Also meine bestimmten Eigenschaften, Talente, die ich habe, die von meinen Eltern eben quasi mitgegeben worden sind, die aber auch sehr, sehr alt sind, ist klar, die Eltern haben sie ja wieder. Das ist auch durch Generation oder irgendwie, Da kann ich nichts dran machen, das sind vererbte Merkmale. Das sind einfach so. So, das Dritte wären jetzt Eigenschaften, die auf mich verändernd wirken. Also das einfach umgebende Einflüsse, das wäre zum Beispiel Eltern, Schule, Kindergarten schon. Ja, alles hat auf mich eingewirkt, hat meine Persönlichkeit geprägt. Da konnte ich aber nichts machen, da hatte ich auch keinen freien Willen. Deswegen, wo du das erzählt hast, habe ich genau erkannt, da habe ich auch keine freier Wille. Wenn ich überlege, ich bin in einer Familie geboren, die ich nicht ausgesucht habe, dann man hat mich zu einem Kindergarten geschickt, später in die Schule und dann, das bedeutet, ich hatte überhaupt keinen Einfluss auf das Ganze. Ja. Ist das so? Ich denke mal, das ist so, Also wir konnten nichts dagegen tun, wir sind so geprägt worden. Und das heißt, wir haben nur noch einen Faktor übrig. Ach, das ist jetzt interessant. Der ist natürlich, das wäre jetzt der Gedanke, dass wir hier unseren freien Willen ausüben können. Hier ist es nämlich so, wir wählen uns eine Umgebung. Das können wir frei tun. Wir wissen alle, reiche Leute gehen gerne in Gegenden, wo nur Reiche wohnen. Ja, oder irgendwelche Clubs oder Vereine, wo nur sich die Gleichgesinnten treffen. So, und dass wir uns jetzt hier getroffen haben, wir treffen uns in einem Kreis von Interessierten an Spiritualität. Also wir möchten gerne etwas über dem Materiellen erfahren, wir möchten uns fortentwickeln, wir möchten Mensch werden sozusagen, wie wir so sagen. Kann ich mir als einen Schalter vorstellen, wenn ich sage, ich wähle diese Umgebung, dann bin ich in der Absicht, dann bin ich dann quasi in der Spiritualität. Wenn ich sage, ich wähle diese Umgebung, bin ich nicht. Wenn ich diese Umgebung wähle, dann bin ich in der Spiritualität. Zumindest bin oder ich auf dem besten Weg. Ich öffne die Tür zur Spiritualität quasi. Richtig. Genau. Also ich habe gar keine andere Möglichkeit, aber die Möglichkeit habe ich. Okay, das ist freier Wille. Ich habe die Möglichkeit, mich dann frei zu entscheiden, ich möchte den Schöpfer enthüllen, der ist ja von mir verborgen. Ja. Und das möchte ich mit Gleichgesinnten tun in einer Umgebung. Mhm. Oder ich tue es nicht. Und das kann ich jederzeit frei entscheiden. Und das ist das Gute daran, dass der Schöpfer das offen gelassen hat, sozusagen. Mhm. Denn ansonsten, wenn ich die Größe oder die Herrlichkeit oder was weiß ich, die Gewalt, die Kraft der Natur schon, wenn die von mir nicht so verborgen wäre,
dann wäre es ja gar kein Problem. Dann würde ich mich auf den Boden werfen wie ein Wurm, genau, ja, und würde alles über mich ergehen lassen. Wo wäre denn mein freier Wille? Genau, aber dann sehe ich, dass es eine Methode notwendig ist, die Wissenschaft der Kabbala oder Weisheit der Kabbala, die mir hilft, diese Absicht aufzubauen und eigentlich diesen Schalter in mir, wo ich dann drehen kann. Das bedeutet, die hilft mir in mir, diesen Punkt zu finden, Punkt der freien Wahl, wo ich entscheiden kann, links oder rechts, gleichgesinnten Umgebung, Beschäftigung mit den Büchern, mit dem Lehrer, mit der Spiritualität oder einfach jetzt hier nicht zu sitzen, Fußball zu gucken oder irgendwo draußen zu spazieren. Das wäre die andere Seite. Aber da habe ich die Wahl irgendwie, habe ich den Schalter in der Hand, den kann ich drehen. Das ist für mich etwas interessant. Ich habe den Punkt gefunden. Ja. Das heißt, selbst wenn ich davon ausgehe, dass man mich hier hingeführt hat, ja, also der Schöpfer hin, kann ich trotzdem sagen, okay, ich nehme das oder ich nehme das nicht. Genau. Und das ist das Wunderbare. So wollen wir weitermachen. Wir fassen mal eben kurz zusammen, ja, was wir heute gemacht haben. Wir haben gesagt, also einmal, die Wirklichkeit ist nicht das, was wir sehen, absolut nicht. Was wir sehen, ist nur ein individuelles, subjektives Bild von der Wirklichkeit. Und das hat uns der Schöpfer zwar gegeben, aber er selbst ist vor uns verborgen. Dann haben wir gesagt, okay, der Schöpfer will uns beschenken, er will zeigen, dass er gut und Gutes tuend ist und er will, dass wir das empfangen. Und wir geben, wir können diese Absicht des Gebens daran aufbauen, indem wir ihm das annehmen und ihm dadurch zurückgeben. Das wäre eigentlich, wenn ich das so gut verstehe, das wäre dann Ziel der Schöpfung. Wir schließen den Kreis, er ist gut und Gutes tuend. Wir nehmen das an, erkennen das und geben ihm etwas zurück. Das wäre so ein, da schließt sich der Kreis, irgendwie Ziel der Schöpfung ist erfüllt, aber durch uns. Wir sind und in freier Wahl. In freier Wahl, das ist interessant. Das ist entscheidend und die besteht aber nur in der Wahl der richtigen Umgebung. Das heißt, wenn wir uns in die richtige Umgebung begeben, dann sind wir in der Lage, frei zu entscheiden. Genau, das ist gut. Das war das, was wir heute gemacht haben, was wir gelernt haben. Ich hoffe, wir waren nur an der Oberfläche. Ich muss dazu sagen, wir werden das alles werden wir das in unserem Grundlagenkurs genauer betrachten. Für jeden dieser Konzepte gibt es eine eigene Stunde, es sind 10 Lektionen insgesamt, wo wir das alles nochmal genau beleuchten. Und wir haben nächste Woche, am Sonntag ist Ostern. Und das ist traditionell ein Familienfest, das wollen wir auch nicht weiter stören, wollen sie nicht in Konflikt bringen, ob sie jetzt hier gucken oder ob sie mit der Familie sind. Wir wünschen natürlich alles Gute dazu und ein sehr schönes Wetter auch und alles Mögliche, was man Ostern sich nur wünschen kann. Ja. Danach, die Woche darauf, beginnen wir dann mit dem Grundlagenkurs. Wir können vielleicht noch mal eben die Adresse einblenden. Also unter der Adresse schreiben Sie uns bitte, wenn Sie teilnehmen wollen, wenn Sie Fragen haben zum Kurs, wo es den gibt und wie auch immer, bitte einfach an kontakt@kapakademie.eu schreiben und dann schreiben wir Ihnen alle genauen Voraussetzungen, wie Sie uns empfangen können und so weiter. Ich möchte nochmal hinzufügen, dass wir in diesem Kurs, sehe ich jetzt, wir hatten 56 Freunde, die zugeschaut haben, das ist viel mehr als beim letzten Mal. Das bedeutet, wir mehr und mehr. Mhm. Und haben wir was mit der Facebook-Gruppe erzählt? Wir haben eine Facebook-Gruppe, authentische Kabbala. Wenn die nicht hier eingeblendet ist, dann werden wir die später in den Kommentaren schreiben, dass man in dieser Facebook-Gruppe könnt ihr die Fragen stellen. Wir werden, wir betreuen die Gruppe, antworten die Frage, posten interessante Links. Das bedeutet, da ist schon eine Umgebung aufgebaut, existiert eine Interaktion. Da sind wir als Lehrer oder unsere Mitarbeiter in der Academy sind da und sind immer bereit zu helfen. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, dass du auch da warst. Und dass vielen Dank Ihnen, dass Sie da waren. Und, Aber unser Team
Ah ja, Techniker, das vergessen wir natürlich Marketing wieder nicht. Und ja. Und bitten eben, bevor wir abschalten, unser Team nochmal einmal. Ja. Diesmal hat es wieder um 10 Klassen besser geklappt. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wenn der Ton auch noch in Ordnung war, dann bin ich ganz zufrieden. Wir haben unseren Outfit auch ein bisschen verbessert. So. Ja, also wie gesagt, wir werden jetzt immer uns bemühen, immer etwas besser zu werden, so wie Sie in Ihrem Studium auch immer etwas weiter vorankommen werden. Ja, da kommt jetzt unser, Team. Und ja, ohne Team geht es nicht. Versuchen wir da durchzukommen. Es ist ein bisschen schwierig, es ist alles zugebaut. Wir haben sind räumlich so ein bisschen beschränkt. Und unsere Damen vom unsere Techniker, unsere Damen vom Büro, Marketing. Und der Lukas, der hier gemischt hat, der kommt, da ist er. Ja. Also nochmal. Okay, alles Gute, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir sind noch nicht raus, oder? Den Ton bringt. Bisschen Stream Shop.